der Elia HMD, ein neuer Alu HMD, der auf den Markt gekommen ist. Und den wollen wir uns heute einmal anschauen. Ich habe den auch schon ausgebrannt. Und zwar ist das ein HMD von den Barco Boys. Alu HMDs haben wir definitiv zu wenige auf dem Markt. Bei Edelstahl gibt es ja mittlerweile eine große, große Auswahl an HMDs. Aber bei Alu gab es die ganze Zeit nur den Kalaut. Jetzt gibt es noch den Onmo und gibt es auch noch den Elia HMD. So sieht das Ganze dann aus. Ist ein bisschen fancy vom Design. Und zwar haben wir oben eine polierte Seite. Innen haben wir diese kleinen Rillen. Außenrum natürlich die Löcher, wo die Luft durchströmen muss. Von der Seite her sieht das so aus. Hier haben wir also nochmal so einen kleinen polierten Ring. Und auf der Unterseite haben wir einen Ring. Das heißt, das ist eigentlich so ein kleines bisschen der Hybrid aus diesen Edelstahl-HMDs, die aussehen wie Nagrani und Co. Ne? Nagrani, AO 912. Vom Design her, also von der Form her, weil wir haben unten nichts drauf. Und aber dem Kalaut oder dem Onmo, weil wir haben Material Alu. Und das gucken wir uns heute mal an. Step 1 wäre natürlich, dass wir einmal gucken, auf welche Köpfe das Ganze passt. Dazu habe ich so ein paar hier rausgesucht, wo wir das mal draufpacken können. Als erstes wäre der Oblako. Passt, könnte man machen. Ist eher ein bisschen rutschig, aber ihr kennt es ja vielleicht. Oblakos sind oben immer ein bisschen unterschiedlich. Da ein HMD zu finden, der da wirklich zu 100% drauf passt, ist leider immer mal wieder ein kleines bisschen schwierig. Dann haben wir hier einmal den Alpaka Huacaya. Packen wir mal da drauf. Oh, da sitzt er sehr gut drauf. Also da kann ich jetzt auch rumwackeln. Also man kann sagen, in der Regel, jeder Kopf, auf den ein Kalaut, ein Onmo, ein AO und Co. drauf passt, da passt auch der Elia. Beim Popo ist es genauso. Der passt drauf, der liegt aber eher so oben drauf. Beim Hukain Popo ist es ja oft so, dass die HMDs eher oben drauf liegen, anstatt mit ihrer Rille einzurasten. Und so wäre das auch mit dem Elia. Designmäßig finde ich den auf jeden Fall schon mal sehr cool. Ich habe die Barco-Jungs gefragt, was empfiehlt ihr für einen Kopf? Und die meinten, am coolsten finden sie es mit dem Vandenberg V1. Da können wir auch nochmal gucken. Passt hier auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Oh, da kommt das auch ganz geil mit der Rille, die noch nach vorne absteht. Ne? Ja, ist auch von der Form eigentlich ganz cool auf dem Vandenberg, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Passform ist, wo andere HMDs draufpassen, wird auch der Elia draufpassen. Ich habe hier 26er Kohle, die ich ziemlich passend vom Anzünder genommen habe. Wir schauen uns mal die Passform an. Also da ist auf jeden Fall noch einiges an Luft. Also ich denke, da sollten auch zwei 27er ohne Probleme reinpassen. Ich werde trotzdem mit 26ern rauchen. Spannend ist natürlich auch, ob die ausgehen. Gucken wir uns dann auch nochmal an. Aber erstmal packen wir 2,5 Kohlen hier in den HMD und gucken mal, wie das Ganze läuft. Komm, wir ziehen einfach schon mal. Wir gucken mal. Ja, da kommt schon was. Aber erster Eindruck, Durchzug ist auf jeden Fall gut. Hitze fühlt sich normal an. Wir haben ja auch ein bisschen Kontakt. Für Leute, die natürlich nur einen leichten Kontakt haben wollen, ist es natürlich schwierig, ne? Also wenn da unten nur eine flache Fläche ist, dann kriegst du es natürlich nicht hin, dass, also gut, du kannst halt so einen Hügel bauen praktisch und dann so den HMD drauflegen. Aber es wird natürlich ein bisschen tricky. Der erste Eindruck. Man hat natürlich dann immer Angst bei einem flachen HMD, dass der Durchzug sofort komplett RIP ist. Ist aber bis jetzt gar nicht. So, jetzt würde ich die dritte Kohle runter machen. Das wären 5 Minuten. Aber man könnte auch sagen, dass das schon nach ein paar Minuten akzeptabel war. Also mir ist es auch relativ egal, ob sich ein HMD innerhalb von 3 Minuten erhitzt oder von 5 Minuten. Stört mich ehrlich gesagt null. Also ich würde mir jetzt nicht bewusst ein HMD gegenüber einem anderen kaufen, weil der sich eine Minute schneller anrauchen lässt. So, Hauptsache der funktioniert gut über die komplette Rauchdauer und nicht nur eben kurz. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, dass der Durchzug so gut ist. Erster Eindruck vom HMD ist nice. Ich merke kaum einen Unterschied zum Onmo, muss ich sagen. Vielleicht, weil wir den Kontakt jetzt relativ perfekt getroffen haben. Im Sinne von, der oberste Part von unserem Tabak-Donut, der in dem Kopf liegt, ist am HMD dran. Wir haben Durchzug, aber an der Seite ist trotzdem frei, sodass die Luft geil reinkommen kann. Wir gucken uns mal kurz die Website an. 28,90 kostet das Ganze, aber man kann natürlich noch, wenn man hier auf Warenkorb bearbeiten geht, kann man hier noch den Gutscheincode SWG10 reinklatschen. Dann kriegt man nochmal 10% Rabatt. Dann ist man bei 25,11 €. Der Onmo kostet 24,90 €. Also ich würde sagen, wenn euch die Balken sehr, sehr wichtig sind, weil ihr nur auf Noppenkontakt rauchen wollt, dann wäre es wahrscheinlich immer noch der Onmo. Wenn euch Noppenkontakt egal ist, weil ihr eh sagt, Digga, da muss immer ein bisschen Kontakt sein, also ein bisschen mehr als nur ein leichter Noppenkontakt und ihr den Elia schöner findet gegenüber dem Onmo, würde ich sagen, nehmt ihr lieber den Elia. Ansonsten könnte man sagen, wenn ihr gerne mit Alu-HMDs raucht, schadet es wahrscheinlich keinem, einen Elia und einen Onmo zu Hause zu haben, sodass man sich immer den besseren HMD für den Look vom Setup aussuchen kann. Bin mal gespannt, wer von den beiden jetzt zuerst weitere Farben draußen hat. Das könnte auch nochmal interessant werden, weil das fehlt natürlich noch, ne? Das bietet uns bis jetzt nur eine Marke bei Alu-HMDs und das ist Kalaut. Bin ich mal gespannt. Also preislich sind die relativ ähnlich, Onmo versus Elia. Von der Performance her, so wie ich jetzt gebaut habe, würde ich auch sagen, sind sie relativ ähnlich. Hitze, Durchzug, alles in Ordnung. Genau so, wie es sein soll, würde ich sagen.
Kann man den Lia mehr vergleichen mit dem 912 und den Onmo mit dem Kalaut? Nee, also ich finde wirklich, der Lia ist so ein bisschen so ein Hybrid aus beiden. Also eher so ein Hybrid aus Kalaut slash Onmo und AO 912. Ne? Von der Form her ist er eher so beim AO, Nagrani und Co. Von den Hitzeeigenschaften her ist er aber eher wie der Onmo oder wie der Kalaut. Also du hast praktisch die Vorteile durch die große Fläche, dass du viel Auflage hast. Ne? Wenn du viel Kontakt rauchen willst, ist das sehr geil. Du hast aber trotzdem das Material Alu, was für ein etwas sanfteres Hitzeverhältnis jetzt hinten raus sorgt. Finde ich ganz gut. So, das Köpfchen mit dem Lia ist durch. Lief wunderbar. Keine Beschwerden. Performance war gut. Durchzug war gut. Ich habe einmal zwischendrin ja ein Stückchen bewegt. Dann war der Durchzug wieder hervorragend. Also für die 28 Euro, beziehungsweise Code SWG10, dann kriegst du noch mal ein bisschen günstiger. Also auch roundabout 25 Euro. Ist das ein solides Ding? Ich würde behaupten, bei mir werden mit Sicherheit ab und zu beide laufen. Also Onmo und der Lia. Ich glaube, ich werde größtenteils beim Onmo bleiben, weil ich das mit den Balken doch sehr, sehr nice finde. Aber Lia deutlich besser, als ich es dachte. Also ich hätte erwartet, der Lia ohne seine Noppen bzw. Balken wird deutlich schlechter laufen, als es letztendlich der Fall war. Also definitiv positiv überrascht.